Und damit hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge des StarCraft Remastered Let's Plays, wo wir immer noch dabei sind, dass wir den Roten gleich platt machen wollten. Jetzt hier beim nächsten Angriff. Ich mich entschieden habe, dass ich mit... Ups. Das war etwas falsch. Nur ihr seid die drei, bitte. So. Wo ich mich entschieden habe, dass ich hier mit ein paar mehr Armeen angreife. Eins, zwei... Okay, wir müssen die mal kurz neu positionieren. Eins, zwei, drei, die vier. Und die hier stehen bleiben, sind die fünf. Als nur, wie gerade eben schon geplant. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass der Angriff dieses Mal dann auch ausreichend groß genug ist. Wir haben das Problem, dass uns langsam die Ressourcen auf der Karte ausgehen. Ich hoffe, hier hinten stehen noch welche. Ansonsten haben wir tatsächlich ein riesiges Ressourcenproblem. Und wir starten jetzt hier mal den Angriff. Und wünscht mir Glück, dass der funktionieren wird. Wenn nicht, habe ich ein Riesenproblem. So fünf, so die drei sind eigentlich die, die für mich relevant sind. Vielleicht etwas in der falschen Reihenfolge angegriffen. So, so. Da, die Panzer müssen weg. Und ran. Panzer sind weg. Eieiei. Das hat zwar geklappt, aber auch eher so semi-professionell. Wie ihr hier seht. Schicken direkt mal noch eine Armee nach. Hier da drauf, da drauf. Haut die Tanks weg. Das da hinten muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Und das muss weg. Der da hinten auch noch. Der da. Der. Mein Gott, wie groß sind die? Die da. So. Jetzt passt das hoffentlich einigermaßen. Nachproduzieren. So. Wie sieht's hier aus? Das ist akzeptabel. Hier sind noch ein paar Ressourcen. Das ist auch okay. Das passt auch. Sobald die hier durch sind, geht das hier zur Unterstützung nach oben. Ihr folgt auch mal den da. Da hinten Angriff. Eieiei. Lass da angreifen. Halt, stopp. So, jetzt könnt ihr hier weitermachen. Hier die nächste Armee mit rein. Nee, die müssen erstmal hier helfen. Müssen die helfen? Ja, müssen sie. Lass mal das hier weg. Den hier weg. Zu viele Angriffe auf einmal. Haut da drauf. Und den da auch noch weg. Komm. Sehr gut. So. Nächste Armee produzieren. So. Hier schnappen und go. Okay, das hat gepasst, was ich hier sehe. Das war nicht ohne. Ihr könnt auch noch mit angreifen. So, damit haben wir den Roten aus dem Spiel genommen. So, noch das da weg hier. Für die habe ich gar keine Gruppe mehr befohlen. Also ich hoffe damit, dass der Rote aus dem Spiel ist. Die untere Seite der Karte müsste damit komplett safe sein. Jetzt müssten wir eigentlich nochmal noch schauen, dass wir das nochmal verifizieren. Dass hier keiner mehr ist. Ihr sammelt euch schon mal dort. Und ihr geht hier nochmal alles abchecken. Schaut nochmal hier. Dass da keiner sich neu aufgebaut hat.
Und den nächsten werde ich dann versuchen, wieder mit Bodeneinheiten platt zu hauen. Hier unten werden die Ressourcen auch langsam weniger. Dann werden wir das hier als nächstes dann holen. Wenn wir das fertig haben, holen wir das hier. Und er hat sich hier unten nochmal aufgebaut. Wie ihr seht. Das sollte aber reichen, was ich hier habe. Nehmen ihn mal die WBFs weg. So, jetzt haut hier alles noch platt. Habe ich das übersehen gehabt? Nee, das hat er ernsthaft einfach wieder aufgebaut. Glückwunsch, Kerrigan. Du hast mich schon wieder geschlagen. Aber vergiss nicht, ich werde da draußen sein und darauf warten, dass du einen Fehler machst. Und früher oder später wirst du einen Fehler machen. Und wenn das passiert... Ja, wenn das passiert, red zu Ende. Okay, also wir haben den Roten ausgenockt. Wir spielen jetzt 1 gegen 1. Du sammelst... geht dort rein. Was viel ist hier noch drin? Die 116 können wir eigentlich noch kurz warten. Das heißt... Von allen, die ich hier gerade bewege, bleiben... 1... 2 hier. Der Rest sammelt sich in diesen Dingern hier. Bist du da auch noch rein? Nee, passt nicht. Dann baust du noch mit ab. Dich setze ich hier ab. So, was ist das? Ach, das ist ein Vespin-Geysir, den ich nicht mehr unbedingt brauche. Hier, die restlichen können auch alle noch dahin. So, weiter Armee bauen. Jetzt wird der große Test werden. Was hat er für eine Def? Hat er eine Panzer-Def? Ja, nein. Wenn ja, kriege ich die... Ups. Kriege ich die dazu, dass die Panzer-Def mir keine Probleme macht? Oder muss ich mit der Panzer-Def leben, dass sie mir sehr wahrscheinlich in die Karten reinspielt? Das kriege ich aber erst später raus. So, sobald das hier abgebaut ist, baue ich hier oben noch ab und dann wird es langsam eng. Mit den Ressourcen. So, ihr geht noch da rein. Könnt von mir aus schon mal euch hierhin abladen. Das ist eine sehr gute Idee. Schauen wir, ob wir das ohne Probleme gehalten bekommen. Hiervon bräuchte ich was. Bräuchte ich 6er, richtig? Was habt ihr denn für eine Bewegung gerade gemacht? Ach, ihr seid immer noch auf dem Follow-Modus, alles klar. Hiervon bräuchte ich nochmal 6, genau. Das heißt, davon jeweils 3, 2x3. So, 1, 2. So, lebt hier die 1er Armee noch vollständig? Ich habe keine 1er Armee mehr. Okay. SDRG 1. Dorthin. SDRG 2 dorthin. Wenn das jetzt nochmal genauso ein hartes Ding wird, SDRG 3 dorthin, wie das, was wir da eben schon hatten, dann mache ich ein richtig dummes Gesicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wünscht mir einfach Glück. Dass das besser ausgeht als gerade eben. Das mit so wenig Ressourcen. Eieiei. Wie viel sind das hier nochmal? 3000. Ja, obwohl das ist doch mal ordentlich, was hier steht an Ressourcen. Da kann man doch schon mal noch ein bisschen was mit anfangen. Das Vespingas interessiert mich dort eher weniger. Aber überhaupt noch irgendwo. Ich weiß es nicht, ob ich irgendwo noch Vespingas habe. So, euch alle einmal hochforschen. Das kann ich mir noch nicht leisten. Muss man noch kurz warten. Das ist auch nur eine Dreierarmee. Eine Dreierarmee ist eigentlich sogar zu wenig. Theoretisch gesehen könnte ich übrigens die mit R hier loslegen und schauen, was passiert. Ich warte aber mal noch. 6. 300 ist korrekt. So. Ich warte aber noch einen kleinen Augenblick. Ein bisschen was aufgebaut habe. Jetzt sind wir schon mal so weit, es können keine Atombomben mehr kommen. Was kann im schlimmsten Fall noch passieren? Ich weiß es nicht. Aber das, was ich von ihm gesehen habe, was er als Gegenwehr hat, waren alles jetzt immer Kreuzer und das andere. Da ist sogar, glaube ich, das hier eher die schlechtere Wahl, dass ich die hier mitnehme. Aber ich will die trotzdem mal zur Sicherheit behalten.
dass ich mit denen reagieren kann. Aber es wird jetzt wahrscheinlich nicht das Ziel sein, dass ich mit denen den großen Angriff starte. So, das ist aufgebaut. Das heißt, ihr geht abbauen. Das hier baut ab. Leider nicht so schnell wie gewünscht, aber das dürfte an den wenigen Erzen liegen. Krass, wie viel Erz ich abgebaut habe. Hier liegt auch nicht mehr viel. Ich würde gerne mal scouten. Einfach mal, ich speichere mal und scoute einfach mal. Was habe ich hier unten alles? Ich meine, im schlimmsten Fall verliere ich hier eine Einheit, die mir quasi vollkommen egal ist. Er scoutet auch, wie ihr seht. Wenn der hier unten jetzt hinkommt, ist mir das fast egal. So. Bei dem Worst Case ist hier einfach eine Basis. Im besten Fall ist hier nichts. So, flieg mal hier hin. Cool wäre es, wenn ich jetzt hier irgendwo durch Zufall. Ja, okay. Der setzt massiv auf R. Den werde ich normalerweise mit diesen Typen problemlos platt kriegen. Ja, es ist bloß die Frage, wie hart die Anti-R ist. Wie hart die R ist. Aber was ich gesehen habe, ist ja nur R, was da zu sehen war. Wie weit ich irgendwo nochmal ein paar Ressourcen bekomme, die ich vielleicht nutzen könnte. Hier unten erfolgt ein Angriff. Ihr seht, sie sind eigentlich kein Thema. So, die paar Verluste haben mich nicht gestört. Einzigste, was ich hier unten sagen würde, ich schicke mal noch eine zweite Armee da runter. Da ist vielleicht doch etwas vieles, was hier manchmal reinkommt. Ja, auch. Anscheinend großes Interesse daran hat. Meine. Logischerweise, er würde mir damit meine letzte Grundlage nehmen. Deswegen bin ich auch so bereitwillig dazu, zu sagen, ich def das Ganze. Mit zwei Fronten. Das hier oben hat er noch nicht entdeckt. Das ist auch ganz gut so. Es sind bis jetzt wie viel? 1, 2, 3. Das sind 3 Armeen. Das ist echt. Das ist mir eigentlich zu wenig. Dorthin stellen, das passt. Dann stellt ihr euch dahin. Und wenn jetzt hier ein Angriff erfolgt, dann defft ihr eigentlich fast vollautomatisch. Sehr gut. So, weiter geht's. Aufbauen. Da. 1, 2, 3. Die 4 ist das. Ihr seid die... Nein, euch mache ich zur 4. 4. Euch mache ich zur 9. STRG 9. So, 1, 2, 3, 4. Das heißt, 5, 6, 7, 8. Noch dreimal. Noch 3 12er Armeen. Noch 4 12er Armeen. Dann haben wir's. Dann greife ich wieder an. Und probiere es mal, wie der denn sich gegen einem Armada von diesen kleinen Typen hier wert. Ich werde wahrscheinlich irgendwie Map-Click machen und die irgendwo hinschicken und schauen, wenn ich irgendwas sehe, dass ich da nochmal umdisponiere. So, wie sieht das hier aus? Noch in Ordnung. Was ich halt gerne hätte, wäre irgendwo die Info, dass er auch irgendwo eine Echse hat, also dass er irgendwo Ressourcenprobleme hat, aber ich glaube, die Info werde ich nicht kriegen. STRG 5. Damit hin. So. Ich habe den ja auch noch nie angegriffen, den Weißen. Aber ich vermute, der hat keine Chance gegen Hydralisten. Wenn er eine Chance gegen Hydralisten hat, dann mache ich ein echt dummes Gesicht auf diesen Safe Game.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir mit StarCraft durch sind, bin ich ganz ehrlich, ich finde, also so sehr mir das StarCraft-Universum gefällt mittlerweile und ich auch sage, StarCraft macht eigentlich Bock, ne? Kann ich nur ein was sagen, ich bin echt dann froh, wenn wir hier durch sind. Wie viel ist denn 4 mal 225? Das sind ungefähr 1000. Wenn ich 1000 habe, kann ich immer eine Armee bauen. Da brauche ich ja nicht so oft klicken. Das heißt, ich bräuchte noch 2000 Erze. Für eine 12er Truppe. So viel ist hier unten noch nicht mal mehr. Das ist noch eine 12er Truppe. Das müsste die 6 jetzt werden, richtig? 5, ja. Das wird die 6. STRG 6, dahin. Jetzt bräuchten wir 2000 Erze bräuchten wir jetzt, die übrig bleiben müssen. Nein, ich schnapp mir hier unten noch eine Armee. Obwohl hier schon doch... Wie ihr seht, die Def hat funktioniert. Das sind schon weniger. Da hat schon ein paar. Zwei hat es schon zerlegt. Also, die Def hier unten war schon notwendig. So viel steht fest. Hier oben werde ich den Vorteil haben, dass die... Na gut, wenn ich Pech habe, greifen die auch aus zwei Richtungen an. Naja, mal schauen. Die würde ich dann gleich, sobald die hier fertig sind... woanders hinschicken zum Abbauen. Miss Pingas, ja, naja. Wir bräuchten auch noch mal einen... Ich hab noch so viel gebaut. Wie braucht denn so einer? Eins. Ja gut, das krieg ich gebaut. 24 passen hier noch rein, weil ich gerade aktuell einen zu wenig habe, der mir Unsichtbare scouten kann. Nee, und da muss ich echt sagen, also StarCraft einmal und nie wieder. Es hat Spaß gemacht. Es war lustig, es hat mich gefordert, aber ich möchte es nicht nochmal spielen. Also, auch so viele Stunden, wie mich StarCraft geistig gefordert hat, weil ich nie Ruhe vor diesem Spiel hatte. Eieiei, was kommt denn hier, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Ey, das ist nur eine Echse, mein Junge. Was ich hier bei dem halt nicht weiß, ob der auch Ressourcenprobleme hat. Eieiei, also... Okay. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass hier so viel kommt. Zum Glück habe ich hier Nachschub runtergeschickt. Meine Fresse. So, müsste die 7 jetzt werden, richtig? Genau, STRG 7. So, geht euch dahin. Jetzt noch einmal 1000, dann haben wir's. Eieiei. Und da müsste ich eigentlich schon fast sagen, bevor ich den Angriff starte, müsste ich eigentlich alle nach hierhin verschieben. Damit die, zumindest hier unten die Echse nicht mehr so massiv wichtig für mich ist. Weil momentan ist sie halt so massiv wichtig, dass ich sie gar nicht verschieben will. Lasse dann irgendwie 4 Einheiten hier. Können wir jetzt schon machen, komm. Was, alle, die da sind? Okay, 3. 2. 2, 3 und der Rest geht dahin. Okay, kein Wunder, dass hier so langsam Ressourcen reinkommen. Und dann geht von euch mal... Ne, ihr bleibt mal noch da, wo ihr seid. Bis jetzt wurde die Echse oben noch kein einziges Mal angegriffen. Vielleicht habe ich ja Glück und es bleibt so. Und ihr geht mit abbauen. So. 1000 haben wir immer noch nicht. Aber gleich... 1, 2, 3, jetzt noch einmal 225. So, damit steht die Angriffsarmee steht damit. Oh, hier ist ein Bunker gebaut worden von Rot. Ein leerer roter Bunker. Können wir mal zerschießen gehen, kommt mal mit hier. Ballert mal den Bunker da weg. Da sonst nichts zu tun. Da müssen wir auf die da oben warten, das passt. Die 9, richtig? Ja, das ist die 9. So, die 0 habe ich da hab ich auch gerade gesehen. Die 0. Da können wir noch 2 mit dazu nehmen, dass das 6 sind. STRG 0. Und ihr kriegt wieder die Aufgabe, den hier zu folgen. Dann haben wir nämlich da notfalls noch meine Invisibles. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich ein Invisible-Problem haben werde. So, STRG 8. So. Wir haben alles. Wir greifen an.
der letzte große Angriff, wenn der schief geht, mache ich ein dummes Gesicht. So, sammelt euch mal hier irgendwo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt müsste ich eigentlich als erstes scouten gehen und schauen, wo wir hin müssen. Das wäre so das Erste, was ich machen müsste. Weil ohne diese eine Info, diese eine relevante Info, mache ich ein recht dummes Gesicht. Wenn ich das richtig sehe... Also hier sieht es so aus, als würde es hier nicht hochgehen. Wir verifizieren das. Das ist korrekt. Hier geht es nicht hoch. Gut. Schnappen wir uns... Ja, die 1 wird es hier nicht durchschaffen, oder? Schaffen die es da dran vorbei? Irgendwann vielleicht? Ein paar? Vereinzelte? ja. Genau. Die ersten haben es geschafft. Obwohl, geschafft sieht anders aus. 2, 3, 4, 5, 6. Komm, die 1 soll nach da oben. Das Pinga sehr erschöpft, ist mir egal. Ui, was ist los? Okay, hier oben haben wir was. Komm, greif mal an. 3, 3, 4, 5. Gut. Kommen wir hier hoch? Kommen wir. Okay, sehr gut. 1, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die müssen jetzt alle die einzelne Treppe da hochrennen. Ich kann das nicht ändern. Ich weiß nicht, ob es hier zufällig auch eine Treppe hoch gibt. Wäre möglich. Die will ich aber nicht nutzen. So, jetzt dahin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier oben könnte sogar eine Basis sein. Ne, ist keine Basis hier. 1, 2, 3, 4. Wo ist er denn? Der Angriff war mir auch egal. So, dann geht mal hier reinschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann schauen wir, was hier ist. Ist ein Unsichtbare. Es sind Unsichtbare, Unsichtbare, Unsichtbare. Oh, 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 oh. Wo sind die denn? Ihr seid ganz schön weit weg, wisst ihr das? Wie schön, dass ich so clever war. So. Mann, 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 Bewegung. So, hier oben haben wir was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da oben haben wir sogar noch Panzer. Drauf da. Panzer müssen weg. Zügig. Wieder auf. Das passt, das sieht gut aus. Ihr könnt mal da folgen, wollte ich sagen. Mir fehlen diese Einheiten hier. Dahin bewegen. Da hinterher. Das wird noch nicht alles gewesen sein. Wir brauchen noch dringend ein paar mehr hiervon. Schnappen wir uns das. Bewegen dahin. So, das wird ihnen erstmal nicht gefallen. So viel steht fest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und es hat sich jetzt schon... Jetzt schon bewährt, dass ich
meine Anti-Air, meine Air-Einheiten hier genommen habe, um rauszufokussen im schlimmsten Fall. Wir haben zwar massive Verluste, aber ganz ehrlich, also wenn er das noch gedreht bekommt, dann hat er meinen vollsten Respekt. 6, 7, 8. Weil es halt wirklich schon krass ist, was ich hier gerade hier reinfahre. So, wir müssten rauskriegen, wo es weitergeht. Wir speichern einmal, weil das so unglaublich gut aussieht. So. Ja, die 9 kann ich mal da drum kommen, das ist ganz gut. Da hinten auch noch von mir aus. Okay, hier unten geht's weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die 9 fliegt mit. Hier oben ist auch noch ein bisschen was. Das holen wir gleich. Ja, der muss weg. Hier, folgen. Ah, weg, weg, weg. Egal, ich sehe keine Unsichtbaren mehr. Ich habe hier oben Bunker gesehen. Da schicke ich die jetzt alle mal schön hin. So schicke ich aber, mach hier mal Nachproduktion. Okay, wir machen nicht Nachproduktion, wir machen erstmal Overlord-Produktion. Auch wenn die mir meiner Meinung nach etwas zu teuer ist, aber kann ich nicht ändern. Die 9 fliegt mit hier oben hin. Ja gut, wir haben die Basis gefunden, seine Hauptbasis. Okay. Ich will ja nicht sagen, dass es anstrengend ist, aber manchmal muss ich echt viele Befehle geben. Nachproduzieren. Ist die Frage, ob ich jetzt nochmal aufstocken will. Eigentlich, nee, ich würde nicht sagen, wir stocken auf, sondern wir tun einfach nur mal ein was ganz Bestimmtes machen. Und zwar, dass ich nicht mehr ganz so viel befehligen muss. Dafür sorge ich jetzt einmal ganz kurz. Ah, ist doch schon wenig geworden, dass der Unsichtbare sehen kann. So, zeig mal den Unsichtbaren, wo bist du da oben? Mitkommen hier, ihr das da angreifen. Von euch ein paar mitnehmen. Nach dahin. Oh, das hab ich denn hier gesehen. Ah! Nachproduzieren. Einfach produzieren. So. Damit ich das hier gleich vernünftig weghauen kann. Also hier, STRG1, dahin. STRG2. Und dahin. Und mehr ist es schon fast gar nicht mehr. Hier fehlen 2 für die 3. Die gerade komplett eingesperrt wurden. Unglaublich. Die 3. Oh nein, halt stopp. Oh, halt stopp. Uiuiui, das sind noch genug für die 3. Auch gerade so, STRG3. Sehr gut. So, dann hier. STRG4. Dort mit hin. STRG5. Da mit hin. Was lauft ihr für einen Weg? Habe ich den Weg von euch abgesegnet? Nicht wirklich, aber lasst sie mal laufen. Nachproduzieren. So, so, so.
Was auch immer ihr gerade getan habt. So, die Ecke hier unten ist ja mittlerweile komplett weg, richtig? Das heißt, ihr vier könnt damit hin. Euch, ihr kriegt 1, 2, 3, 4, 5. Ihr kriegt die 6, STRG 6. Auch mit Sammelpunkt hier. Bis die dort sind, dauert eh eine halbe Ewigkeit. Nach dem, was die hier gerade machen. Ihr werdet STRG, halt stopp, 5, 6, 7. Na gut, die 7 ist hier oben aus Versehen. Ihr werdet STRG 7. Zack. Auch Sammelpunkt dort. Und noch eine 12er. Einmal komplett. Dann haben wir STRG 8 auch wieder. Und dann können wir den Rest machen. Dann haben wir einmal komplett unseren Verlust wieder aufgestockt und können hier die restliche Basis von ihnen einnehmen. Das sollte machbar sein. Theoretisch könnte man einen Map-Click hier unten hin machen. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Wie viele Ressourcen haben wir hier noch? Also, ja. Achso, ich habe vergessen. Die Folge ist ja vorbei seit einer Minute. Okay, dann gehen wir mal die nächste Folge. Vermutlich morgen die letzte. Eieiei. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.